Ostersonntag auf Punktesuche gehen. Ich grüße euch alle. Leute, heute wird es ernst. Ja, hoffe natürlich, dass ihr schön Ostern gefeiert habt mit der Familie. Wir auf jeden Fall. Ein bisschen Kuchen gegessen und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Aber ich habe es schon gesagt, ein Blick auf die Tabelle reicht, um in der Realität angekommen zu sein. Das Ganze ist nicht nur ein Ostsee-Duell heute, nein, es ist auch ein Krisenduell. Denn Holstein Kiel hat seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Der Trainer steht da auch ja, ein bisschen im Fokus. Ich habe es schon von ein paar Kieler gehört, dass der am besten raus soll. Werden wir mal sehen, wo die Richtung hingeht. Wäre ja gut, wenn wir heute dafür sorgen könnten. Und bei unserem FC Hansa, wisst ihr es selber, sind wir seit 6 Spielen sieglos. Schlechtestes Heimteam in dieser Saison, schlechtestes Team der Rückrunde und auch noch die schlechteste Offensive. Bedeutet eigentlich irgendwie nichts Gutes, aber der Bock muss umgestoßen werden. Lassen wir uns überraschen. Meine Sachen liegen dort noch, aktuell sehr, sehr ruhig. Vielleicht wird es ja nach dem Spiel auch wieder ein bisschen ruhiger, wenn die 3 Punkte eingefahren werden. Ganz spontan ist jetzt die Bahn ausgefallen. Das heißt, wir mussten uns noch eine Mitfahrgelegenheit organisieren. Hat zum Glück funktioniert und dachte erst, dass wir ja nicht ins Ostseestadion fahren dieses Mal. Von der Bahn mitgeteilt, Feuerwehreinsatz auf den Gleisen. Jetzt mal hier. So, mein Bruder wird auch noch abgeholt. Da wartet er schon. Heute dein Gefühl. Ich sag nichts, bis das Spiel begonnen hat. Dafür haben wir hier einen sehr, sehr korrekten, den wir spontan noch rangekriegt haben, sage ich mal. Der so oder so immer fährt, ne? Und ja, die Jungs auch hier dabei. Habt ihr ein gutes Gefühl? Ja, ich hoffe auf ein 3-1 Heimsieg. Patrick übrigens. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll, aber ich hoffe einfach mal, dass der Knoten platzt. Ne? Ja, Hauptsache wir sehen mal ein paar Tore und schießen eins mehr. Ja, scheißegal wie, ey. Ich nehme auch ein dreckiges 1-0. Ja, mal schauen. Leute, mir fällt gerade ein, Kiel liegt uns ja eigentlich immer ganz gut. Ne? Die letzten 3 Spiele in der zweiten Liga haben wir 2-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt. Und wir haben schon ein bisschen die Floskel rausgehauen, das 3-2 damals. Wie schön die Jungs das rausgespielt haben mit Hanno Behrens, à la Ronaldo, Kopfballtor. Ja. Sowas fehlt, aber du siehst eigentlich, ja, die Spielzüge, die müssen doch noch drin sein. Also die können schön spielen, wenn sie wollen. Muss bitte. Was werden auf jeden Fall. Oder wie seht ihr das? Wie sieht der aus? Oh, St. Pauli, Alter. Oh, oha, was macht der denn da? Will der Kiel supporten? Hanno Behrens Traumtor, schon wieder gegen Kiel, 3-2. Damals hat man die Sachen noch gedreht. In der 80. Wird das heute auch der Fall sein? Ich hoffe, dazu muss es nicht kommen, dass man das schon vorher entscheidet. Und ja, was soll ich noch sagen? Ein großes Dankeschön geht nochmal an den Fahrer raus. Sehr, sehr korrekt, so spontan. Ne? Vielen Dank. Und sehr gut durchgekommen, muss ich sagen. Ende. Ja, wir haben schon viel diskutiert im Auto, hat richtig Bock gemacht. Gucken wir, was rauskommt. Da werden noch die Business Talks gemacht. 11:30 haben wir es gerade. Südstadt, Rostock. Chaotischer Start hier. Wir kommen gerade zu einem Punkt, dem legendären Springbrunnen, sage ich mal. Denn an diesem Ort haben wir uns oft aufgehalten mit unserer Oma. Zu heißen Sommertagen ging es dann ab in den Brunnen als kleine Abkühlung. Dort noch schön ein Eis geholt. Ja, es war schon extrem schön. Und es wäre so schade, da fahren sogar ein paar Kieler gerade mit. Na, okay, könnt ihr nicht sehen, die werden gerade ja, ins Stadion gebracht. Nee, das muss man nochmal sagen. Es wäre extrem schade, wenn wir tatsächlich den Gang wieder in Liga 3 antreten müssen. Aktuell sieht es ja leider danach aus und ihr müsst euch das mal reinziehen. Wieder über 23.000 Leute im Stadion. Bei solchen Leistungen, schlechtestes Heimteam, mehr wollen wir nicht einfach. Ja, mal wieder ein bisschen Einsatzleidenschaft, Kampf sehen. Ich habe es gesagt, sollten wir heute verlieren, dann schwinden die Hoffnungen auch bei uns beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden es sehen, wir werden es bewerten. Ja, da kommen die Erinnerungen hoch bei ihm ein bisschen. Ist ganz normal. So war das damals, Leute. So war das. Ja, Eier finden heute. Genau. Eier suchen. Noch sind wir guter Dinge. Immer gehen wir hier positiv rein vorm Spiel. Und dann werden wir wieder enttäuscht. Ich glaube, da sprechen wir vielen aus der Seele, ne, die jetzt einfach von weiter her irgendwie anreisen.
positiv gestimmt sind und dann am Ende wieder ja, komplett schlecht gelaunt nach Hause fahren müssen, weil zu Hause einfach gar nichts geht. Tatsächlich der Kielbus. Siehst du Timo Becker? Ey, Heimsieg! Timo hat geguckt. Er will heute 3 Eigentore schießen. Hast du gesehen? Ja, Timo macht das heute für uns. Sonst wird er vom Verein noch hier suspendiert oder sowas. Alles nur Spaß. Ja, ich weiß, viele sagen immer, Max, hör auf, nach den Bussen zu jagen. Jetzt haben wir ihn einfach mal, das war Schicksal, einfach direkt gesehen. Das war nicht beabsichtigt. Heute gibt es von mir die Head-to-Head-Statistik gegen die Kieler. 4 Störche. Siege, die Störche. 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also heute ist es Zeit, dieses ausgeglichene Verhältnis mal wieder ein bisschen auszubalancieren. Die letzten Zweitliga-Begegnungen, haben wir ja schon gesagt, haben wir nie verloren gegen Kiel. Also eigentlich liegen uns die Kieler, nur im aktuellen Zustand bin ich mir da nicht so sicher von uns. Das ist die andere Frage. Eins fehlt, die kulinarische Köstlichkeit, eine Hansa-Tankstellen-Bocki. Genau. Das Edelste vom Edelsten wird jetzt getestet. Ich glaube, die ist bei dir letztes Mal durchgefallen. Wir wollen den Tester und eine bessere als letztes Mal. Heute beim RFC. Vielleicht gibt es ja besseren Fußball. Nein. Hansa 2 hat die Macht. 10 Spiele in Folge. Breyer getroffen. Köster, warum nicht einfach mal in der ersten Mannschaft spielen? Ja, Fazit zur Bocki. Immer noch so wie vorher. Ein bisschen, ich weiß nicht, die muss knackig sein. Die ist so lasch da drin. Die ist lasch. Leute, das ist eine 5 von 10. Wann war denn der letzte Heimsieg? Magdeburg. Alvin. Zum 10. Mal haben wir das jetzt im Video gesagt. Genau, 9. Spieltag. Ich glaube, es ist schon ein halbes Jahr her. Kommt ja, gut hin. Kann man so sagen, ja. Also ihr seht, wir werden hier nicht mit Ruhm bekleckert. Trotzdem sind wir dabei, wie ihr natürlich ja, auch. Ja, scheißegal, ne? Welche Liga, Mann. André, du bist heute nicht dabei, aber im Gedanken bist du immer bei uns. Auch wenn du das Bier nicht leiden kannst, ein schönes Zäpfle. André, Grüße gehen raus. Frohe Ostern an alle. Moin, frohe Ostern. Ein kleines Mitbringsel. Dankeschön. Damit es denn auch mit den Punkten hinhaut, könnt ihr euch hier noch... Musst du auch einmal auspacken. Wir wollen mal gucken, was da drin ist. Heute haben wir nichts gegen Flottendreier mit ein paar Tore. Das ist eine Ansage. Harry hier, auch richtiger, der alteingesessener Rostocker, ne? Ja, fast. Ja, von wo? Nee, Zugewanderter. Ah, okay. Aus dem Brandenburgischen, aber ja. Seit 76 Fischkopf. Aber hast du das selbst gemacht? Was ist das? Das sieht gefährlich aus. Ja, das ist auch. Darf man das essen? Ja, die gibt's nur. Ich habe die schon öfters probiert. Also die immer zu Weihnachten. Stefans geschickt. Rumkugeln, die haben Pfiff. So. Ganz gefährlich. Süßliche Note. Schmuggeln, hast du einen kleinen Drink da oben. Hey, Stefan ist ein Bäcker. Das ist ein richtig geiles Ding, du. Jo. Aber noch geiler wären heute die 3 Punkte. Dann werfe ich die alle weg. Aber ja? Ja. 20 Minuten vor Anpfiff. Es sieht richtig beschissen aus, wenn man die Tabelle sich anguckt. Am Anfang habe ich es euch schon gesagt, wir sind auf Platz 17, die Konkurrenz punktet immer mehr. Also heute ein Unentschieden zu wenig, sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben schon 3 Punkte Abstand auf den sicheren 15. Tabellenplatz oder 4 Punkte sogar? Oder 4 Punkte sogar? Ja, 4. Also Katastrophe. Regensburg spielt heute auch noch, muss man gucken, was die machen. Bielefeld genauso. Sandhausen. Das ist Sandhausen. Wirklich alles sehr, sehr unsicher. Wenn man aber seine Punkte holt, dann... Ja. Man muss nicht auf die anderen gucken, wenn man seine eigenen Punkte holt. Ne? So ist das gerade bei Braunschweig. Dann passt das. So ist das bei Magdeburg. So wäre es auch schön bei Hansa. So, Kiel 9. mit 34 Punkten. 2 Siege fehlen denen zur 40-Punkte-Marke. Also Kiel heute... Entspannt euch mal ein bisschen heute. Genau, heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja. Und nächste Woche könnt ihr wieder punkten. Und wir brauchen die mehr, deswegen lasst ihr die einfach hier. Endlich mal wieder ein Sieg heute, oder? Seit 3-2 warst du dabei. Ja, ich sag 2-1 dieses Jahr. Diesmal. Heute muss, Junge. Kieler Block, gut gefüllt, aber nicht ganz ausverkauft. Wie viele Kieler werden da sein? Ich schätze mal so 900. Was denkt ihr? 90 Minuten Stimmung, alle für Hansa. Los geht's jetzt. Wenn wir zusammen gehen, wenn wir zusammen stehen, werden wir...
sein. Scheißegal, wer da heute auf dem Platz steht. Kämpfen bis zum Schluss. Ich will dann keine Aufgabe sehen nach einem Rückstand. Also, die Ausstellung von Kiel, gönnt uns einfach mal bitte die 3 Punkte. Ihr braucht sie nicht mehr. Genau. Jetzt muss. Bitte, Mann. Wo ist das Problem? Heute gewinnen. Es ist soweit. Heute gewinnen. Sind bereit. Irgendwie spüre ich was. Hier spielt man auch Fußball mit Herz. Und nicht nur mit den Beinen. Ob in Freude oder im Schmerz. Wir wollen Hansa und sonst keinen. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Niemals! Für immer und ewig. Und auch bei Windstärke 10. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. FCR. Ich hoffe, die wissen zu schätzen, dass sie die Kogge auf der Brust tragen. Wir werden es sehen. Los geht's gegen Kiel. Ole. Genau so. Guckt euch mal diesen Rasen an. So frisch, so neu. Bisher hat uns aber kein Glück gebracht. Und mein Tor haben wir lang nicht gesehen. Komm. Boah, was ein flaches Ding da. Ja. Schiri. Oh, alles hin, wieder 3-2. Ja. Na, erstmal hier aufpassen jetzt. Oh, Wolke. Schon wieder, warum kommt er so frei vor zum Schuss? Ja, die Null muss stehen, dann geht was. Torwärtsheim. Mal den Kurz, Leute. Alles frei da. In die Flanke da. Mach da. Besser geht's nicht, genau so, Rick, Junge! Mann, ey, seit wann führen wir das mal 1-0, Alter? Wie geil! Und jetzt der zweite. Rostock! Oh, ja, der ist heiß. Oh. Weg, genau. Oh. Jawohl, genau so! Genau so. Auf Hansa. Groß, 3 Punkte. Da gibt es noch ein paar Gespräche. Nächstes Mal gelb. Einwurf. Der kommt. Oh. War so ein Strahl vielleicht. Oh, aber abgefälscht. Das sieht richtig gut aus. 26. Minute. Wir machen das Spiel Kiel eigentlich nur am Verwalten. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Ein Ding, ein Tor. Das ist zwei. Oh. Hansa! Das war kein Freistoß. Wenn da jetzt ein Tor kommt, Skandal. Hey, Mann.
Raus da. Der wartet so lange. Bitte nicht. Kämpft da! Genau! Raus! Hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Ein Glück. Es geht wieder. Hau ihn um! Nimm die Gelbe in Kauf. Ja! Genau, genau das ist das, was wir sehen wollen. Vor der Pause in Führung bleiben. In Führung bleiben, Jungs. Atta, 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 Harun! Harun! Boden! Boden! Okay, ab! Oh, den kriegt der Brüller! Ja. Und jetzt. Oh. Ja? Ja! Ja. Oh. Da steht er. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hansa! Rostock! Hansa! Hand! Das war Hand! Nochmal! Oh. Oh ja! Oh! 42. Gefällt mir. Gefällt mir. Kann so weitergehen. Führung ist in Ordnung. Aber aufpassen. Aufpassen. Vor der Pause halten. Bitte halten, halten. Das unnötigste Tor. 44. Das war ja auch mal wirklich. Wortwörtlich aus dem Nichts. Hat man nichts gesehen, ne? Und wir machen ein Ding wieder rein, Alter. Da sind wir wieder, da sind wir wieder. Ja, diese zwei Minuten hätten sie auch noch irgendwie über die Zeit bringen können. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. So ein scheiß unnötiges Tor, Mann. Es steht erst 1-1, Leute. Es steht erst 1-1, Mann. Oh Mann, ey! Ey! Ist doch nicht zu glauben, Mann! Wie kann man denn... Nach jedem scheiß Gegentor, das kannst du keinem erzählen, brechen die ein. Aber das ist so ruhig. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Innerhalb von 2 Minuten. 2 Minuten, Mann. Halbzeit und wir liegen 2-1 hin. Ey, nach einem Gegentor hängen die Köpfe wieder. Ich kann es nicht mehr. Ja, wow, unglaublich. Unglaublich. Drehen wir das noch? Ja. Ja? Okay. Schaffen wir das noch? Ja? Was sagst du zum Schluss? 3-2? Ja. Oh, jetzt. Kann man sich bitte anstellen, Alter. Ist echt so lächerlich. Innerhalb von 3 Minuten geben sie das Ganze. Warte, jetzt die Ecke, die Ecke. Oh. Der läuft da durch. Ich weiß nicht, das ist echt Hese, ne? Ja. Wolke. Und da ist das nächste. Jo, 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 jo. Hast du schon Bock nächstes Jahr auf dritte Liga oder was? Jo, 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 jo. Ab nach Halle und Zwickau. Wir sind wieder da. Das kannst du nicht sein, ey. Das kann es doch nicht sein. Die laufen da durch. Auch noch in der ersten Halbzeit. Timo, einfach Timo, einfach. Und dann einfach jetzt, was, wie kommen die denn aus der scheiß Pause raus? Genauso beschissen, wie es hier geendet ist, Alter. Kein Kommentar, fällt einem gar nicht mehr zu. Alter. Eine Chance, ein Tor. 3-1, 3-1, du hast das gar nicht kommen sehen. Wie können die 3-1 hinlegen? Bei Hansa geht das. Du mal daneben schießt, wir sind für dich da. FC Hansa. Stadion. Schau!
Magdaseer! Strafft euch jetzt mal, Mann! Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Er weiß auch nicht, was hier abgeht, Alter. Ich weiß auch nicht so. Volker, jetzt wieder hin und her, hin und her. Aber die Jungs, die müssen das spüren jetzt. Spürt es doch. Ja, oh, lauf, lauf, ja, ja. Oh. Wir sind wach. Nochmal. Glaube, glaube schon. 1965. Aussteh-Stadion! Aussteh! 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 Aber jetzt mal einen Weg gehen! Ja, genau, genau! Schumi! Ecke, egal, Bob! Oh, hey. Ja! 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 Oh. Oh. Hey, ja! 10-1 Ecken! Alois! 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 Rückraum! Nico! Oh, oh. Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön. Von Hansa. Oh, hey. Ecke, Ecke. Da muss doch einer mal aus 13 Ecken jetzt. 13. Ja. Oh, ey, warum kann man denn nicht mal aus einer Ecke ein Tor machen? Yes. Von Hansa. Hey, hey! Lee! Hey! Hey! Genau! Ja! Hey! Jetzt gibt mir doch mal eine gelbe, Mann! Das kann doch nicht sein, Mann! Der macht gar nichts! Schnell! Hansa Rostock, Hansa Rostock, ey! Hey! Oh, oh, oh! Ja! Ja. Oh, ja. Oh. Und die 15. Ecke. Kiel spielt im Leerlauf. 50% und die führen einfach. Mann, ey. Was ist hier los, Alter? Nicht eine Ecke können die mal eins Tor anmünzen, Alter. Ja, hat Kiel überhaupt eine Chance bisher? Und jetzt. Und jetzt. Ey. Oh, Mann, Alter. So langsam muss es dann. Fröhling, genau die Übersicht. Morris, Morris, geh die Linie, geh die Linie, geh sie. Ja! Kiel, ein Wurf. Ganzes Spiel, die haben drei Tore, die haben drei Tore. Dass wir deutscher Meister sind. Guckt euch das an. 24.300 Zuschauer. Heute kämpfen sie wenigstens, aber irgendwie soll es trotzdem nicht sein. 5 Minuten sind noch. Da muss er, da muss er! Schieß! Bitte! Action! Nochmal, ja! Außen! Weiter! Oh, 87! Vorne, Mann! Ey, es kann doch nicht sein! Bring ihn! Bring ihn! Nochmal! Ja! Jetzt! Ja! Oh! Minuten. Sowas darf man nicht verlieren, Leute. Sowas darfst du nicht verlieren. Ein langer jetzt. Rückraum. Hand! 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 VAR! Nochmal Van Drongelen. Es war Hand. Es war Hand. Ja, es war Hand. Braucht er nicht zeigen, das war Hand. Das war einfach Hand. Kolke in den Sturm! Kolke, Kolke, Kolke in den Sturm! Das war ja kurz. Wie kann man so ein Spiel verlieren? Wie? Ich frag mich, wie man so ein Spiel verlieren kann. Kiel 3 Punkte. Wow. Trotzdem Glückwunsch. Was soll ich sagen? Einfach original Hanno Behrens Unterschrift. Hanno, komm zurück! Ja. Er war heute im Stadion. Anscheinend, so wie ich es gehört habe. Komm mal aufs Spielfeld wieder. Enttäuscht sind wir natürlich, aber noch korrekte Jungs hier. Die wollen noch irgendwas sagen, ich weiß nicht, was sie sagen wollen. Abonniert alle, wir sind weg. Wer ist das? Wer ist das? Ja, gegen Fürth, seid ihr dabei? Ja. Alle ins Ostseestadion. Hansa und Kiel. Ne? Glückwunsch an Kiel.
War vielleicht nicht ganz verdient, aber gut, 3 Punkte sind 3 Punkte. Oder was sagst du? Ja, am Ende ist es dann so, wie es ist. Genau, so ist Fußball. So ist Fußball. Einmal noch einklatschen. Mit gesenkten Köpfen geht's mal wieder nach Hause. Heim läuft's einfach nicht. Gar nicht. Ich muss sagen, heute war es eigentlich wenigstens ein bisschen Kampf. Ja. Und wir waren nicht schlechter. Wir waren sogar eigentlich besser. Aber trotzdem, wenn du sowas verlierst, dann steigst du ab. Muss man einfach ganz klar sagen. Das finde ich einfach, ja, auch keine Worte mehr für. Sehr, sehr schade. Einfach nur sprachlos. Sprachlos. Die nächste Niederlage zu Hause. Der Aufbaugegner, FC Hansa, Punktelieferant, wie auch immer. Heute muss ich wirklich sagen, war es einfach unnötig. Und ich habe es nicht kommen sehen nach den ersten 30 Minuten. Wirklich, nach der Führung, wie man in diesen 6 Minuten alles aus der Hand geben kann, für mich immer noch unverständlich. Aus der zweiten Hälfte raus direkt unnötig noch das dritte kassiert. Wirklich, diesmal habe ich gedacht, beim 2:3 Anschlusstreffer, jetzt geht was. Weil die Mannschaft wollte. Den Kampf wollen wir auch nicht abbrechen, sage ich mal. Den hat man gesehen. Wenn du zu Hause die Punkte nicht holst, dann steigt man einfach ab. Das ist das, was irgendwie nicht in meinem Kopf reingehen will, dass wir wirklich in der nächsten Saison drittklassig sind. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich will es nicht. Keiner will das, weil du weißt nicht, wann du aus dieser Scheißliga, tut mir leid, dass ich das so sage, wieder rauskommst. Und natürlich, egal welche Liga, der Support war mal wieder absolut geisteskrank. Über 24.000 Leute gehen mit gesenkten Köpfen wie jedes Heimspiel nach Hause. Trainer kann nichts dafür. Mannschaft heute, ja, war ein bisschen Unvermögen dabei. Mehr braucht man nicht sagen. Kiel, ja, die 3 Punkte geholt. Ich glaube, da hat man, glaube ich, gesehen, warum Kiel jetzt auf dem 9. oder 8. steht und Hansa auf dem 17. Die sind halt abgezockt, ne? Die spielen schon ein paar Jährchen in der 2. Liga, die wissen, was sie machen müssen, die holen ihre Punkte. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt am Tiefpunkt der Saison angekommen sind. Jeder punktet, selbst Regensburg hat wieder 1 Punkt geholt. Guckt euch die Tabelle an, 4 Punkte auf dem 15. Tabellenplatz. Es geht gefühlt nur noch um die Relegation. Und da muss man halt auch einfach ehrlich sein. Nächste Woche gegen Paderborn. Wer glaubt denn, dass wir in Paderborn 3 Punkte holen? Ein Punkt wäre schon gefühlt ein Erfolgserlebnis, aber das bringt uns auch nicht mehr weiter. 3 Punkte, wann kriegen wir mal wieder 3 Punkte? Viel zu spät. Nächste Woche wieder nach Paderborn. Am Support lag es nicht. 90 Minuten durchgepowert. Auch nochmal ein Gruß gehen raus an Patrick und seine Familie, dass wir überhaupt zum Spiel konnten. Das wollte ich hier auch nochmal rausgeben an eure Kommentare und so. Der Support auch hier einfach absolut geisteskrank. Mit euren Kommentaren kann man das ein bisschen leichter überstehen, die aktuelle Zeit, auch wenn es dann vielleicht nicht reicht. Egal welche Liga, Support weiterhin, macht die Jungs nicht runter, weiter kämpfen, bis es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, versuchen wir es. Und mit dem Schlusswort würde ich sagen, bleibt stabil, haut rein, danke für jeden Support. Bis zum nächsten Mal.